Let's Play Mass Effect 2. So, da sind wir wieder bei Mass Effect 3. Wir sind hier in der Einsatzzentrale und schauen direkt mal auf die Galaxiekarte. Wir haben wieder einige neue Missionen zu erledigen. Auf Tuchanka sind wir mittlerweile komplett fertig. Und dann verlassen wir auch hier diese Galaxie oder dieses System, besser gesagt, und gehen hier raus und haben jetzt wieder ein paar Missionen, die wir machen müssen. Und ja, Cerberus-Jägerbasis, vermissten Kundschaften nachgehen, Kundschaftern. Wir könnten jetzt mehrere Sachen machen, aber ich würde sagen, wir retten mal die Studenten, oder? Was sagt ihr? Machen wir das. Wir sollen ja angeblich die klügsten Studenten der Menschheit sein und die dürfen natürlich nicht einfach so sterben, also die müssen wir natürlich retten. Und das ist genau hier in der Grissom Akademie. Oh, was ist denn das für ein cooler Planet? Schauen wir uns das mal an hier. Joppa! Auf Joppa! Ja, das lesen wir jetzt natürlich nicht. Schauen wir uns aber trotzdem hier noch ein bisschen um, was es hier so gibt. Was ist hier zum Beispiel? Sidon. Oh, das ist der Planet von Sido. Nice. Sido hat einen eigenen Planet. Okay, Tyre. Egal. Genug geguckt. Elysium. Ah, hier gibt es auch noch einen Planeten. Gilead. Oder Gilead. Keine Ahnung, ist ein kleiner Planet. Größte Himmelskörper. Ja, ja, passt schon. Alles interessant. Wir gehen irgendwo dahin jetzt, wo man eigentlich gar nichts sieht. Ah, das ist einfach hier so eine Akademie hier im Nichts. Die erklärte Aufgabe der 2176 gegründeten John Grissom Akademie besteht darin, eine Studentin zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen der Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und freie Künste auszeichnen. Alle Studenten sind Menschen und zwischen 13 und 25 Jahre alt. Mehr müssen wir nicht wissen, weil ich möchte nicht alles lesen. Population 8620 sind drauf und die Station ist 1,1 Kilometer lang, also sehr, sehr lang und Bruttogewicht 375.000 Tonnen, also wenn das irgendwo hinknallt, dann ist da was los, ja. Gut, wir nehmen Garrus natürlich mit. Und mal als Unterschied Liara. Weil ich glaube, sie ist gut in Biotik. Soweit ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher, das werden wir gleich sehen, wo man, wenn man sie hier automatisch dann hochlevelt. Wir haben wieder 4 Punkte. Und ja, machen wir sie mal den Kampfmeister. Wir können hier auswählen zwischen Rufbonus, erhöht Waffenschadenbonus. Reputationsbonus. Nee. Mir ist lieber Waffenschaden. Okay, und dann die anderen zwei lassen wir wieder automatisch. Okay, der Garrus kann nichts machen, sie kann aber vieles machen. Ja, sie kann sich warpen, sie kann Stase machen, Singularität, ich weiß, eine Sphäre dunkle Energie. Ah, das ist nicht schlecht, das macht dann die Gegner hilflos und so. Also versuchen wir es mal mit der Liara. Und Garrus. Das sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo. Joker kann alles. Schaut aber ziemlich cool aus, die Station, also die Akademie. Komm und hol mich. Oh, das sieht ziemlich geil aus. Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück.
Ja, stellt's nicht so blöd rum, macht's mal was. Ah, wir sind schon da auf der Station. Okay. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Serverraum. Oh. Oh, das werden wir schon verhindern, keine Angst. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Hallo. Mach auf hier. Vielen Dank. Shepard ist da. General Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus... Ich habe auch die Größen und bin auch der Beste. Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Das ist gefährlich für die Studenten. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Jo, kein Problem, wir machen nur hier unseren Job. Auf geht's. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orionhalle. Dankeschön. Oh, da haben sie einen gepackt hier. Wir können leider nichts dagegen machen. So, lasst die Studenten in Ruhe hier. Sehr schön gemacht. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Katie Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Okay, die holen wir schon. Keine Sorge. So, darf mir... Oh, scheiße, ist abgeschossen worden hier. Schweine, ihr Blöden. Mann, wir haben jetzt vorbeischießen können. So, wegrollen nutzt nichts. Wir bekommen trotzdem die Nase voll. Komm her. Ja, deswegen ist die Liara eigentlich ziemlich gut zum Einsetzen hier. Mit dem Rob hier oder was das ist. Ne, Singularität heißt es. Also ist ziemlich cool, was sie da macht. Bei der Göttin, sie blutet. Shepard, wir müssen ihr helfen. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Ja, das schaffst du schon, Schätzerle. So, weiter geht's. Ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Sie sind erschöpft. Sie halten nicht mehr lange durch. Ja, wir sind ja gleich da. Wieso stressen alle hier so? Zurück! Alles okay. Wir sind Allianz. Allianz? Allianzversicherung. Oh, Mech. Okay. Nice, der hat Mech auseinander gemacht. Oder besser gesagt, irgendwie haltet er ihn auf, oder was? Jojo, wir erledigen das. Wir machen hier die Decksarbeit. Das sind Zivilisten, Shepard. Wir müssen sie beschützen.
So, benutzt mal hier Warp. Ich glaube, der blinkt jetzt nichts bei dem großen Teil. Wieso sehe ich seine Lebensenergie nicht? Ah, jetzt erst. So, fließt noch eine Granate, große. So, mach mal hier Stasi. Autsch. Oh, der war noch kleiner. Okay, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Noch zwei Striche, ein Stich noch. So, fließt noch eine Granate, dann sollte er genug haben. Es hat genug. Jawohl. Sehr schön. Da sind noch mehr Cerberus-Truppen im Anmarsch! Noch mehr? Wo denn? Ich sehe nichts. Ah, hier. Commander, wir... Mach ja schon mein Bestes hier. Stress nicht alle so rum. Ich wollte einen Sicherheitsbereich errichten, aber lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Nicht so bescheiden, Sie sind am Leben. Wir wollen Sie von hier wegbringen. Ich bin Commander Shepard. Das ist Ensign Rodriguez. Ich bin Ensign Prangley. Wer hat hier das Kommando? Unser Commander wurde... ich glaube, ich habe das Kommando, Sir. Ich bin hier, um zu helfen. Ensign, Sie haben verdammt gute Arbeit geleistet. Und jetzt bringen wir sie hier raus. Okay, aber wir müssen uns erst aufladen. Sie haben uns stundenlang verfolgt. Wir haben fast 1000 Kalorien verbrannt. Schon okay. Wie lange brauchen Sie? Das ist ein gutes Fitnesstraining. Okay, esst was und überprüft eure Verstärker auf Schäden. Abrücken in 5. Wenn man ein bisschen unser Leben rennt. Ich habe mich gefragt, vergisst man je den ersten selbstgetöteten Feind? Meiner war nämlich heute. Und ich... Jetzt sagen Sie mir mit sich. Es wäre schlimmer, wenn es Ihnen egal wäre. Aber Sie tun genau das Richtige. Wird es irgendwann leichter? Nein. Jetzt hasse ich diesen Krieg noch mehr. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an Ihnen vorbei. Naja, 2 Minuten wird aber ein bisschen knapp. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Okay, wo? Wohin? Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundlich nicht automatisch angreifen. Also hey, Sturmgewehr bitte zu uns. Geben Sie mir Zugriff auf die Kamerazugriff, dann das finde ist ich einen sehr Weg schön zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Okay, machen wir. Ich glaube, hier geht es irgendwie nirgends weiter. Müssen wir vielleicht hier labern mit irgendwem? Wie geht's deinem Verstärker? Ich habe zwar immer noch Angst, Commander, wir stehen bereit, aber wenn Sie uns ich werde Sie nicht enttäuschen. Trink einfach deinen Saft. Wird schon. Ja, bin ich jetzt doof, aber wenn ich jetzt hier auf Ding drücke hier, dann wird es mir nicht angezeigt. Und hier kann man aber nirgends weitergehen. Versuchen wir hier mal die Gegend. Oh, Medikit. Ah, da drüben ist er vielleicht, der Laptop, den wir brauchen. Yes. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Studenten-ID 12.5D Prangley. Status Priorität Alpha. Um jeden Preis lebend ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hohen Punktzahlen bei Testerfüllungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indro... Fuck you. Indro... K-
Indoktrination und leistungsstarke Verbesserung für folgende Langzeitinfiltration. Mann, sind das schwere Wörter hier. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Ja, ich merk's. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Manuelle Overdrives finden. Selber suchen, zeig's mir doch den Weg. Wenn wir hier rauskommen, will ich an den Strand. An welchen Strand denn? Ili, Hotel Azur hat einen Urlaubsstrand mit Wellen und Almdruck. Und überall einsame Asari-Mädchen, wohin du auch schaust. Aber nur wenn die Reaper Alien noch nicht angegriffen haben. Der ist doch gestanden ein bisschen zum Atrium, oder nicht? Das war ja hier unten. Manuelle Overrides finden. Ja, wo ist der Scheiß, Mann? Gibt's ja nicht. Hallo. Okay, das wird jetzt sicher langweilig für euch, weil ihr denkt, sicher denkt, was ist denn das für ein Vollidiot? Deswegen werde ich wahrscheinlich hier cutten müssen. So, ich versuch's jetzt noch mehr, eine Minute. Warte mal, hier vielleicht? Nö. Ja, wo sind die manuellen Overrides? Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Wollte auf woanders hindrücken. Okay, egal, wir machen hier den kleinen Cut. Bis dahin werde ich das schon finden, hoffentlich. Und wenn ich es dann gefunden habe, geht es dann im nächsten Part wieder weiter. Also bis dann. Tschüss. From ashes we were born. Silence.